Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Video über Line Art und zwar möchte ich euch zwei Ideen zeigen für Bilder, die wirklich jeder nachmachen kann, also gerade für Anfänger gut geeignet. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Jette und ich mache ganz viele solcher kreativen Videos. Deswegen würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen, falls du mich noch nicht abonniert hast. Das unterstützt mich sehr. Ich habe vor, zwei XXL Line Art Bilder an meine Wand zu hängen und zwar nebeneinander. Ich habe da Leinwände gekauft, beide in der Größe 70x100, also ganz schön riesig. Man muss die immer so wählen, dass sie gut eben zur Wandfläche passen. Nicht zu groß, dann wird es überladen, aber auch nicht zu klein. Dann habe ich erstmal das Bild grob geplant. Das würde ich jedem von euch empfehlen. Gerade wenn ihr Anfänger seid, dann habt ihr auf jeden Fall so eine Art Guideline, wo ihr immer raufschauen könnt. Und ich habe hier einfach die 70x100 Fläche dran gezeichnet und dann eben grob das Motiv eingetragen und dann eben die Komposition so geplant. Ich möchte einen abstrakten Hintergrund haben, der aus zwei Farbflächen besteht. Einmal weiß und dann eben eine bunte Farbe. Der erste ist ein Blau-Grauton und der zweite soll ein Taupe werden. Und darüber kommt dann später eben eine Line Art in Schwarz. Und auch da habe ich mir schon mal auf Pinterest ein paar verschiedene Line Arts gemerkt und gespeichert und dann auch schon mal angefangen zu skizzieren, dass ich einfach ein besseres Gefühl dafür bekomme, was halt schön aussehen könnte auf der Fläche. Bevor wir das Malen starten, habe ich noch meine Fläche ausgekleidet mit Papier auf dem Boden. Da könnt ihr Zeitungspapier nehmen, irgendwie altes Verpackungsmaterial, was ihr noch habt. Okay, so sieht meine Malstation jetzt aus. Das ist die Leinwand, das ist eine 70x100 Leinwand. Und ich werde jetzt zuerst, ich habe ja schon Skizzen angefertigt für das Motiv. Das ist ungefähr der Stand der Dinge. Hier sind jetzt die Farben drin. Sowas in diese Richtung würde passen. Weiß kann man immer gut gebrauchen. Dann suche ich mir meine Farben zusammen. Da habe ich einfach mit Acrylfarbe gearbeitet. Das ist die einfachste und auch günstigste Möglichkeit, glaube ich, sowas zu machen. Und dann habe ich Farben angemischt. So, und das ist jetzt hier die fertige Farbauswahl. Auf der Seite für dieses Bild hier habe ich jetzt einmal einen Braunton. Das ist die Farbe Raw Amber. Titanium White, eben für den weißen Hintergrund. Den werde ich für beide Bilder brauchen. Dann habe ich hier die Farbe Puderrosa. Und den werde ich mischen mit diesem gelblichen Ton, das ist die Farbe Hellgelb. Und für das andere Bild mit der Pflanze habe ich hier einmal den Ton Muted Green, dann habe ich einen Grün-Blau-Ton, ein Muted Gray zum Abtönen und ein Preußisch-Blau, falls ich so ein bisschen ein klareres Blau habe, was nicht so grünlich ist. Aber da muss ich eh gleich mal schauen, wie ich das Ganze so zusammenmische. Ich werde jetzt zuerst mit den farblichen Flächen anfangen, weil größtenteils das Bild halt auch weiß sein soll und ich eben nur eine bestimmte Fläche in dem Bild in Farbe haben möchte. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Farbe anmischen, so wie man das hier auf den Skizzen sieht. Also ich fange quasi mit den Farbflächen an. So sieht die Farbe jetzt aus, bevor ich sie zusammenmische. Ich habe jetzt noch in diese Mischung ein ganz kleines bisschen von dem Blauton gemacht. Das mache ich immer, wenn ich möchte, dass Bilder nebeneinander hängen, dass sie sich ein bisschen farblich aufgreifen. Dann ist es schön, wenn da so ein ähnlicher Unterton noch drin ist. Obwohl das eben für das pinke Bild ist, habe ich da noch ein bisschen Blau zugetan. Und das werden wir jetzt vermischen und dann gucken wir mal, was da so für eine Farbe rauskommt am Ende. Okay, es ist jetzt sehr blau, es könnte fast schon zum anderen Bild gehören. Da muss ich definitiv noch eine pinke Mischung machen. Gut, dann haben wir jetzt ein bisschen zu viel Blau da drin. Mache ich noch ein bisschen Grün zu und dann haben wir gleich den anderen Ton. Okay, fail. Also ihr merkt, auch bei mir geht nicht immer alles nach Plan. Jedenfalls habe ich jetzt eine sehr coole Farbe. Und zwar seht ihr hier die verschiedenen Blautöne. Ich hatte halt zuerst diesen hier mit etwas mehr so einem lila Unterton, dann habe ich einen sehr, sehr grünlichen und jetzt bin ich so ein bisschen bei einem Zwischending zwischen den gelandet und zwar bei den hier und ich swatche dann eben immer die Farbe hier und gucke mal, wie die dann aufgetragen aussieht und die gefällt mir sehr, sehr gut jetzt. Das heißt, ich kann jetzt anfangen und diese Farbe ungefähr so dann in der oberen Ecke da auftragen. You really
like the waves on a big blue storm you see. We're a little messed up, baby, kind of up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Und zwar habe ich mich da eben an meine Skizze gehalten, da habe ich ja schon ungefähr die Komposition eingezeichnet und wusste schon genau, in welcher Ecke ich das Ganze auftragen will. Als ich das fertig hatte, habe ich das dann erstmal zum Trocknen weggelegt und dann in der Zwischenzeit schon mit dem zweiten Bild weitergemacht. Hier habe ich mir einen super schönen Taupe-Ton gemischt, der auch super schön zu dem Blau passt, finde ich. Und die Bilder sollen ja eben nebeneinander hängen und deswegen müsste es halt eben auch farblich stimmen. Und das ist jetzt der Farbton, den ich für die andere Seite ausgewählt habe, also ein gräuliches Rosa. Da habe ich ganz viel Grün, Braun und Rot drunter gemischt und das werde ich jetzt hier unten auftragen. Genauso wie eben habe ich das hier auch wieder flächig auf die Leinwand aufgetragen, aber eben so ein bisschen auslaufend. Also ich habe jetzt keine irgendwie harte Kante gemacht, sondern habe das Ganze einfach so mit dem Pinsel nach unten gezogen. Jetzt für den Übergang zwischen der Farbfläche und dem Weiß habe ich mir was Cooles ausgedacht, das gerade für die Anfänger von euch super easy umzusetzen ist. Und zwar habe ich weiße Farbe aufgetragen und das einfach mit einer Farbrolle. Ich nehme jetzt hier so einen Farbroller und damit rolle ich jetzt die Farbe auf die Leinwand und dann so ganz leicht über die dunkle Farbe. Und dann bilden sich eben diese Stufen. Und das ist der Look, den ich hier erzielen möchte. Ich finde, diese Technik ist sehr cool, um diesen Übergang einfach interessant aussehen zu lassen. Ich finde einfach, das Weiß auf der Farbfläche sieht super cool aus, gerade wenn da noch ein bisschen, ja genau, Farbe vom Hintergrund durchscheint. So, das ist jetzt hier das Zwischenergebnis. Ich werde es jetzt trocknen lassen und dann können wir eigentlich auch schon weitermachen mit der Line Art. Ich meine, theoretisch kann man das Bild jetzt schon so fertig aufhängen, aber jetzt kommt nämlich das Spannende, nämlich die Line Art. Ich habe mich bei den Motiven für sehr organische Formen entschieden. Also einmal habe ich ein Blatt genommen von einer Pflanze und dann das zweite wird eine Frau, die man eben von hinten sieht mit den Haaren, so als Dutt. Ich würde euch empfehlen, das Ganze erstmal zu skizzieren. Das Line Art Blatt ist, finde ich, ein ganz gutes Anfängermotiv und ich habe das halt versucht, mehr oder weniger in einem Strich aufzuzeichnen. Ihr könnt aber auch zwischendurch absetzen, das sieht man später nicht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier habe ich jetzt ein Blatt drauf gezeichnet und hier kommt dann ganz normal dieses Porträt drauf von so einer Frau. Und das ist jetzt hier die Skizze für die Frau. Die sieht man halt so von hinten, also mit dem Rücken. Und dann hier oben ist der Kopf mit den Haaren. Die hat so ein Dutt. Und das werde ich jetzt mit, ich glaube, mit Filzstift nochmal nachziehen. Genutzt habe ich so einen Stift mit so einer Brushpen-Spitze. Also etwas, was einfach auch schöne geschwungene Linien macht. Ihr könnt aber auch alles Mögliche nehmen, was ihr einfach zu Hause findet. Ich würde euch schon empfehlen, aber was zu verwenden, was schon so 3 bis 5 mm dick ist. Das Video habt ihr auch schon auf Instagram gesehen. Folgt mir da übrigens sehr, sehr gerne. Da poste ich auch immer ganz viele kreative Bilder und Videos. Jetzt zum Schluss kommt noch die Frau. Bei der Frau habe ich das genauso gemacht wie eben, eine Skizze und danach dann einfach mit dem schwarzen Filzstift drüber. Das Motiv ist jetzt eigentlich ganz gut auch für Fortgeschrittene unter euch, weil da eben sehr, sehr viele so verschnörkelte Linien drin sind und Menschen von der Komposition sind einfach schon mal schwieriger als ein Blatt. Ich male hier grundsätzlich immer in Etappen, also mache irgendwie eine Linie, dann setze ich den Stift ab und an der gleichen Stelle mache ich dann weiter und mache die nächste Linie und so weiter und so fort, bis ich eben dann ein Ergebnis habe, womit ich zufrieden bin. Zum Schluss dann noch den Bleistift wegradieren, dann könnt ihr auch noch kleine Stellen ausbessern. Wenn zum Beispiel mal die Deckkraft von eurem Stift nicht so stark war, könnt ihr das noch nachziehen und dann ist es eigentlich fertig. So, jetzt habe ich die beiden mal in mein Zimmer gestellt und zwar seht ihr schon, die passen von den Farben hier sehr gut rein. Und zwar möchte ich die an die Wand hier hängen. Also ich wollte mal ausprobieren, wie das aussieht, weil die habe ich schon sehr, sehr lange und ich überlege, ob ich die jetzt mit den neuen ersetze. Aber die beiden mag ich auch sehr, sehr gerne. Nur manchmal ist ein bisschen Zeit für Abwechslung auch ganz gut. Wir müssen nur noch entscheiden, wie ich sie nebeneinander hänge. Definitiv so rum. I let you in on everything, but the fact that
hängen. Ich würde die normalerweise nie so nah aneinander daran hängen. Aber die alten Kunstprints, die ich dran hatte, waren einfach viel, viel kleiner. Und deswegen müsste ich halt wahrscheinlich dann nochmal neue Nägel in die Wand reinsetzen. Aber so bekommt man auf jeden Fall schon mal eine Idee, wie es aussehen könnte. Also ihr seht es, da muss definitiv ein Abstand rein, damit die besser jeweils wirken. Und ich habe die so positioniert, weil diese Lineart sich in die Richtung beugt und die andere in diese andere Richtung. Und deswegen bekommt das halt eine viel coolere Dynamik. Und dann gehören die halt auch mehr zusammen. Also wenn ihr was aussucht, dann könnt ihr immer darauf achten, dass es irgendwie schön dynamisch wirkt zusammen. Ich muss die Bilder auf jeden Fall noch irgendwie schöner an die Wand positionieren. Aber ich glaube, ihr bekommt eine gute Vorstellung, wie es aussehen soll. Solche Bilder passen super schön ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer und wenn ihr das sorgfältig skizziert und plant, dann denke ich, bekommt es eigentlich jeder hin. Sendet mir auf jeden Fall Fotos auf Instagram, wenn ihr das Ganze nachmachen sollt, da freue ich mich immer sehr doll drüber. Lasst auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Malvideos sehen wollt. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ich euch als nächstes zeigen soll. Da würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen, das unterstützt mich sehr. Die Glocke aktivieren nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende. Bis dann. Tschüss.